Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Lucius 2. Ach ja, mit dieser traurigen Musik wollen wir doch die Leute weiter töten. Das muss doch machbar sein. Bluttransfer sind 10 Ständern. Können wir da vielleicht mal mit diesen neuen... Ach, wir haben auch Pillen, haben wir auch sogar noch. Holzstab. Kannst du den nicht einfach mal an Impfen... Nein, 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 nein. Nee, lass den da mal ruhig liegen. Wir können doch jetzt aber Sachen entzünden. Wie mache ich das denn? 1, 2, 3, 4 drücken. 1, 2, 3, 4. Aber dafür müsste ich dann meine Dose benutzen. Wenn wir das jetzt aber hier verteilen, ist die Frage mit dieser Flüssigkeit. Dose mit brennbarer Flüssigkeit. So. Dann legst du den Scheiß dahin. Naja, so vielleicht nicht gerade. Vielleicht ein bisschen netter. So, dass der halt auch schön bedeckt ist irgendwie. Komme ich da jetzt wieder ran, bitte, an meine Dose? Das wäre total toll. So. Ich möchte das eigentlich so machen, dass sie da... Genau. Jetzt liegen da sogar zwei. So, und jetzt würde ich ja gerne mal wissen, ob wir die entflammbar mit 4... Taste 4? Nicht genug Kraft. Aber wir könnten... wenn wir Kraft hätten. Und die holen wir uns über eine Toilette. Ganz normal, wie man das eben so macht. Eine Mana-Toilette brauchen wir. Eine Mana-Toilette. Mana. Habe ich die schon benutzt gehabt? Boah. Nimm mal ruhig. So viel du kannst. Okay. Ich habe, es ist jetzt nicht viel Mana, aber es ist Mana. Da ist noch mehr Mana. Da, Mana. Ja, wunderbar. So wollen wir das haben. So wollen wir das haben, mein Lieber. Ja, da sind ganz viele. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Auch die traurige Musik wieder. So, mein Freund. Jetzt will ich mal gerne ausprobieren, ob das geht. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich habe sie doch entzündet. Und ich habe doch jetzt meine neue Fähigkeit. Und was ist mit 3? Auch nicht. Warum ist er jetzt nicht explodiert? Das verstehe ich nicht. Also, verbrennt Körper um dich herum. Es bleibt kein Beweis zurück. Warum geht denn das jetzt nicht? Hä? Warte mal, dann lade ich doch mal direkt neu. Ich habe nämlich gerade, nachdem ich zuletzt aufgehört habe zu spielen, neu geladen. Jetzt ist mein Mana zwar wieder nicht aufgeladen, aber das ist ja kein Problem, wieder zur Toilette zu laufen. Oder zu irgendeiner anderen, ist mir eigentlich auch egal. Zu welcher, Hauptsache Mana. Und die ganze Säurepatienten hier. Ach ja. Oh, oh, eine Zange. Die brauche ich auch. Und dieses, das Ding habe ich auch gesucht. Nee, Wasser, diese, findet, dass dich jemand daran, sondern der Sprinkleranlage befindet sich Wasser. Diese Kappe verhindert, dass jemand sich daran, so, ja, und das können wir zerstören mit unserem Werkzeug, deswegen liegt da auch eine blöde Zange. Okay. Gott. Habe ich gemacht. So. Das ist jetzt die Sprinkleranlagen-Bums-Geschichte. Wer macht sich hier einen Kaffee? Weiß man nicht. Kann ich die wirklich... Gott, drehen die Patienten hier wieder... da wird trainiert. Da wird trainiert. Da ist auch verschlossen. Da wollen wir ja sicherlich hin. Und da sind wir hergekommen. Da ist die Mana-Toilette. So, nochmal das Ganze. Das finde ich ja super. Dann haben wir das jetzt aufgeladen und dann werde ich gleich nochmal speichern. Hey Kid, where are your parents? Naja, nee, ich habe keine Eltern. Aber sie müssen sich auch gar keine Sorgen oder Gedanken um mich machen. Bestimmt sind hier auch noch Wackeldackel. Kann der mich mal in Ruhe lassen? Der geht mir richtig auf die... Nicht der, der hinten nervt mich. Die anderen sind ja ganz okay. Mit dem... Münztelefon müssen wir auch mal schauen, ob wir das mal ausprobieren. Ja.
Ist der noch heile oder war der schon benutzt? Bereits verwendet. Okay, den kann ich nicht mehr verwenden. Da hatte ich dieses Portemonnaie platziert. Und da ist unser Freund Nase. Genauso wie der Freund Nase. Ach ja, okay. Ich habe jetzt Mana und ich habe das. Ich speichere mal. Neuer Speicherstand. Weil so können wir einfach mal ein bisschen rumprobieren, ohne dass irgendwas ist. Er müsste doch eigentlich zu brennen gehen, der Typ. Guck mal, voll auf ihn draufgeballert, den Arsch, und trotzdem geht's nicht. Warum nicht? Warum? Das ist doch komisch, oder? Good day, sir. Even though it's not technically a day. Hä? Ach, gute Nacht. Ja, dann gute Nacht. Was können wir denn dann machen? Wir könnten einfach wieder einen Defibrillator nehmen. Ist der noch in Ordnung? Ist der ungeladen? Oder geladen? Was soll das? Ist der jetzt geladen oder nicht? Kannst du dich mal aufhören zu drehen, obwohl ich dich gar nicht mehr benutze? Ach, der ist ungeladen, ne? Steht drauf. Oh, immer wenn ich es lesen will, steht da nur Rollwagen. Ich krieg die Krise hier. Wurde bereits verwendet. Okay, also den kannst du vergessen. Dann haben wir hier diese tollen Druckventile noch. Theoretisch könnte man da ja was vorstellen, wie diesen tollen Wagen. Und dann frage ich mich, bringt das irgendwas oder nicht? Wenn ich jetzt hier dieses Druckventil benutze, ja, dann pff, bringt auch nichts, ne? Hm. Und ein Werkzeug habe ich auch nicht mehr. Ich habe einen Glaskolben. Nehmen. Kombinierbar. Mit was denn? Vielleicht mit dieser Flüssigkeit? Irgendwie? Wenn ich das hier nehme und, mit was kann ich das denn mal kombinieren? Das wäre doch auch mal höchst interessant. Aber das steht doch dann meistens da, ne? Dieser Glaskolben. Bums. Das verwirrt mich jetzt. Auch hier diese Flüssigkeit. Könnte ich die nicht da irgendwie, auf ihn rumtröpfeln und gut ist. Diese blöde Flasche. Ne, so. Entzündliche Flasche, gesperrt. Nee, meine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit. Ich versuch's nochmal. Nein, nein. Okay, dann lade ich wieder neu. Also, mehr als probieren kann man ja nicht. Ich bin der Lucius und bin kreativ. Where are your parents, son? Ach, brauch dich doch nicht interessieren, du stirbst sowieso gleich. Und auch diese Stockgeschichte weiß ich noch nicht, wie man sie macht. Ich habe hier köstliche Donuts, die ich auch vergiften könnte. Die köstlichen Donuts! Die könnte er, die packen wir dem hier hin. Die kombinieren wir. Pass auf. Kombinieren mit köstlichen Donuts. So. Und die legen wir ihm jetzt hier hin. Ah, oh, kommt mal lecker. Nimm dir, gönn dir. Gönn dir. Mir habe ich direkt vor deine Nase gelegt. Nimm dir mal die Donuts. Die sind total lecker. Ich habe die letztens probiert. Weil das willst du ja sowieso anscheinend nicht haben. Meine tollen, toll drapierten Sachen hier. Och komm, nun nimm dir doch die Donuts. Ich hab sie direkt vor seine Nase gelegt. Soll ich jetzt hier telefonieren? Verwendbar, Elektrisibier. Ja, das könnte ich auch machen, aber er macht ja gar nichts. Er sitzt ja wirklich nur auf seinem
Ach, weil er panisch ist. Sollen wir hier die Tür zumachen? Hm? Geht's dir jetzt besser? Kings? Bist du ein bisschen... Nein, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Oh Mann, die Tür geht immer von alleine auf. Das will ich gar nicht. So. So, die bleibt zu. Vielleicht gönnt er sich ja. Vielleicht gönnt er sich ja. Ich hab dich im Blick, Kings. Sonst nehmen wir die Donuts weg und geben sie jemand anderem. Was mache ich denn mit ihm mal? Kleines Werkzeug, um eine Flamme zu erschaffen. Ja, dann nehmen wir unsere blöde Scheißflasche jetzt hier, die da hoffentlich immer noch steht. Wir haben doch genug Sachen, die brennbare Flüssigkeit. Wir haben doch genug Zeug jetzt hier. Bom, bom. Wieder runtergeknallt, war ja klar. Nimm die Dose wieder, die fällt aber auch immer blöd. So. Ja. So. Mich nervt, dass wir so viele Dosen haben, die entzündbar sind und nichts tun können. Gedankenkontrolle ist zu schwierig. Es geht ja alles nicht. Hm. Dann vielleicht irgendwas, was wir verkippen können? Ein Kanister mit Wasser wird es wohl nicht sein, aber wir hatten doch noch diese... rutschige Reinigung. Mit Wasser. Knister mit einer brennbaren Flüssigkeit. Genau, sowas habe ich gesucht. So, jetzt aber. Jetzt erzähl mir nicht, dass du nicht gleich brennen kannst, du Arsch. Da kriege ich die Krise. Oh Mann, oh. Brenne! Oh, das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch alles schon wieder nicht. Brennbare Flüssigkeit, Feuerzeug in der Hand. Mann, ey. Aber er will einfach nicht. Da ist mir mein Mana zu schade für, Leute. Ist mir mein Mana zu schade. Und auch die Donut-Scheiße hat ja nicht geklappt. Ja, ach komm, ey. Geh sterben. Und wenn wir das einfach so... Aber er muss doch da sitzen. Da muss doch einer sitzen, bestimmt, damit... Das knallt hier runter und dann... Don't worry, son. I'm a doctor, not a monster. Okay. Aber ich bin ein kleines Monster. Hm? Das hast du dir so gedacht. Dass du hier so sitzt und arbeitest und nichts passiert. Mir geht's gut. Ach, der ist ja gar nicht mehr. Doch, der ist misstrauisch und panisch immer noch, aber... Es regt mich alles auf hier mit euch. Ist doch alles scheiße. Die Donuts klappen nicht. Dann gebe ich jetzt meinen vergifteten Kram jemand anderem oder was mache ich jetzt? Oder kombiniere ich das nochmal? Eigentlich fand ich die Idee ja gar nicht so schlecht. Oder ein Sandwich. Ein Sandwich hatten wir auch noch nicht. Ach komm, nimm dir das Sandwich. Nimm dir das Sandwich. Setz dich und nimm dir ein Sandwich, Freund. Was soll ich sagen? Ein leckeres Sandwich. Wer kann da schon Nein sagen? Ja! Nimm's dir. Tür zumachen. Kannst du das jetzt mal essen? Ich bin nebenan. Ich bin gar nicht da. Wir haben sogar noch eine neue Fähigkeit. Blöder Sack.
Er schaut zufrieden und faul aus, während er sich in seinem Büro verkriecht. Das Leben kann kurz sein. Nimmt er sich das Sandwich? Er hat seine Hand bewegt. Ich hab's genau gesehen. Greif zu. Auch du brauchst mal eine Mittagspause und hast Hunger. Wenn der kleine Hunger kommt. Morgens, abends. So, dann lasse ich ihn... Ach nee, der kann ja nicht runterknallen. Warum auch immer kann der ja nicht runterknallen? Ey, dann nehme ich... Ich nehme dir das Sandwich weg, ne? Ich gebe das jemand anderem. Wenn du das nicht willst, ne? Dann nimmt das jemand anderes. Wir haben noch genug andere Leute. Die einen kleinen... kleinen Snack vertragen könnten, hm? So, du zum Beispiel. Oh, guck mal hier. Was ist das denn? Lecker, lecker! Du bist mir sowieso die ganze Zeit auf den Sack gegangen. Tja, da hat er doch, tatsächlich. Oh nein, er ist panisch und wir brauchen den Schlüssel. Schnell weg. Ja, ich weiß, ich kann jetzt überall hin. Ah. Er ist so panisch. Oh, der läuft mir hier zu viel rum. Schaffe ich das noch schnell an ihm vorbei? Ja, jetzt sind wir in diesem Bereich. Sehr gut. Hello, Mr. Bailey. Dr. Baker? Let's go and have a talk in my room, shall we? All right. Ganz heimlich und schnell. Passiert. Oh Gott. So. Ich bin gar nicht da. Wie sieht's aus mit unserer Fähigkeitsgeschichte? Nö, da müssen wir... Aber fast. Oh, sie sind alle ein bisschen panisch jetzt. Ein bisschen panisch. Aber wir sind weitergekommen. Was stimmt mit euch nicht? Leute, was stimmt mit euch nicht? Okay, er läuft jetzt hier rum. Wenn er hier vorbeiläuft, dann gehe ich nach links. Oh, haben wir wieder hier Säureflüssigkeitskrams? Was ist das? Achso, es ist einfach nur eine Dose. Was können wir denn mit den anderen machen? Das würde mich auch mal interessieren. So. Luftkanal. Zerstörbar. Irgendwas passiert doch dadurch gerade. Zerstören. Elektrische Deckenplatte. Sehr gut. Okay, irgendjemand schreit da wie ein Irrer. Wahrscheinlich sind sie das auch. Oh Gott, das ist spannend jetzt hier. Brennbare Flüssigkeit. Wir sind ja sowieso alle brennbare Flüssigkeit. Komm mal her. Kommt doch hierher. Ihr seid doch alle so panisch. Oh Gott. Aber können die nicht mal hierher kommen? Die sind doch sowieso alle so durch gerade. Okay, wir haben hier die Akten. Komm her. Ja, komm her. Okay, das ist verschlossen. Ach Mann, ey. Jetzt können wir doch bestimmt hier irgendwie wieder beeinflussen, oder? Aber nicht damit. Nicht damit anscheinend.
Okay, ich brauche wieder meine Dose, die ich gerade weggeschmissen habe. Dieser Luftkanal, das ist doch auch irgendwie. Ist das brennbar? Ist das? Ich weiß es auch nicht. Nehmen und kombinierbar. Womit kann ich denn diese tollen Glaskolben kombinieren, frage ich mich gerade auch. Womit? Und womit, was kann ich mit diesen Rohren machen? Das würde mich auch mal brennend interessieren. Brennend. hier haben wir wieder so ein. Okay, hier dreht wieder einer durch. Sehr gut. Was haben wir denn so im Kühlschrank? Sandwiches, mal wieder. Hallo. Ja, klar sind die hier. Ich würde am liebsten zwei töten. Wenn ich könnte. Oh, wie könnte ich die denn mal töten jetzt hier beide, ey? Okay, eine Toilette. Was ist das? Oh, Tabletten. Sehr gut. Die finde ich auch immer super. Was stimmt denn mit dir nicht? Ein Mann, der ziemlich hart in der Sporthalle trainiert. Ja, und der geht mir richtig auf die Nerven, ganz ehrlich. Beutel mit Steroiden. Verändern. Ja, das ist doch auch schön. Der schluckt da immer was von, oder was? Ach, der benutzt sich da die Spritzen mit. Okay. Ach komm, ey. Vielleicht können wir da in dieses Glasfläschchen ja irgendwas reintun. Das wäre doch auch super. Oder vielleicht können wir hier diese Gewichte, wäre doch auch schön. Die Gewichte verändern würde auch Spaß machen. Der macht auf jeden Fall so einen Lärm. Da kann ich ja gar nicht anders. So. Wir hätten auch das Wasser verändern können. Ja, komm. Nein, nein, nein. Nee, oder doch? So. Nimm den mal. Oh Mann. Sie ist panisch oder so. Okay, doki. Ja. Ich bin ja schon am Rotieren wie die Irre. Ich hatte doch hier... Ach, hier sind auch Wasserrohre. Und... Kann ich dir hier was... Lass mich doch in Frieden. Ich glaube, der wird gleich sterben. Und sie auch. Ich glaube, wir müssen mal den... Lass mal los. Ich will gar nicht das Ding gerade. Nee, kannst du das mal loslassen, bitte? Und diesen... Okay, er ist gestorben. Er hat sich seine Steroide gespritzt. Ich wusste, dass das sofort passiert. Aber was ich will, ist gar nicht dieser blöde Ständer hier. Lass den mal bitte los. Denn ich würde da gerne rankommen. An diesen tollen Wagen hier. Kannst du den da nicht mal rausholen? Oder geht das nicht? Haben die uns hier verarscht? Ach. So. Kriege ich den jetzt raus, ja? Ja. Wunderbar. Dann werde ich nämlich Frau Truller jetzt mir vornehmen. Und wir könnten auch das Wasser bearbeiten. Das wäre auch eine Idee. Gibt es hier so ein... Ja gut. Machen wir die schnelle Nummer. Oh, da liegt was. Oh nein. Das lag da halt so. Was? Wir müssen dich fortbringen, um eine Panik zu finden. Oh nein. Ups. Nee, die ist tot. Der soll mal weg. Geh mal weg. Geh einfach woanders hin, damit du nicht so panisch bist. Wie zum Beispiel irgendwo
ganz weit weg. Wo, weiß ich nicht, wo diese Aufzüge waren. Hier, zum Beispiel. Ach, ist das schön. Ja, das gefällt mir gut. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal dahin, wo er war. Jetzt habe ich den da hier so durchgelotst. Bin ich denn mit dem lang gegangen? Bis hier hinten durch und dann dahin. Hat er was fallen lassen? Oh, da kommt direkt wieder die traurige Musik. Auch schön. Ist hier wieder ein Wackeldackel? Nö. Okay. Punkt? Ja, Punkt. Welchen nehmen wir denn mal jetzt hier dafür? Wegen schon aus der Distanz. Nee, ich finde das eigentlich ziemlich praktisch, wenn die Typen, die wir beeinflussen, mal was machen können, was wir wollen, was sie tun. Das hab ich nämlich voll oft, wollte ich das. Und so viele Dosen habe ich gerade auch gar nicht. Und das mit den zerstörten Fenstern, ach Mann, ich hätte so gerne mal jemanden anders umgebracht, was ich bisher auch noch nicht so wirklich geschafft habe. Aber egal. Hat der denn noch irgendwas für uns? Nö, ne? Wenigstens ist er jetzt leise. Er wollte es ja so. Wäre er etwas leiser gewesen und wäre uns nicht so auf den Sack gegangen, dann hätten wir ihn vielleicht verschont. Aber so, ja. Ja, ja. Naja. Okay, das lassen wir auch mal alles so stehen. Niemand, der uns mehr stört. Und dann diese mysteriösen Rohre immer. Tja. Oh, eine Zange, endlich. Die habe ich auch schon lange. Was können wir hier machen? Zerstörbar. Nur zum Waschen von Kleidung geeignet. Ja, und wenn wir sie zerstören, was passiert dann? Es kommt ja keiner mehr hier rum, deswegen würde ich das gerade nicht so gerne verschwenden wollen, diese Zange. Ah, aber das müssten wir eigentlich mal zerstören. Ja, aber bisher haben wir das auch gar nicht gebraucht irgendwie. Diese Sprinklanlagengeschichte. Deswegen bin ich ein bisschen... Na gut, verwenden wir sie einfach mal. Weiß ja nicht, vielleicht haben wir da noch irgendwas vor. Diese tolle Sprinklanlagengeschichte. Ja, ja. Es ist ja alles noch voll. Da ist wieder ein Wasserhahn. Da waren Sandwiches drin. Aber ich meine, wir hatten sogar noch... Dafür brauchen wir natürlich auch eigentlich die... die Zangen. Und ich habe keine mehr. Das ist das Problem. Kann man die damit verwenden? Nee, ne? Nee. Also ich würde den Wagen eigentlich gerne mitnehmen, aber wir können ihn eh nicht verwenden. Und ach ey, ist ja auch noch da. Er ist ja auch noch da. Wenn wir jetzt eine Zange hätten, ne? Na egal. Holen wir mal erstmal den Scheiß hier raus. Wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Lass ihn mal los. Was kann ich hier mit diesen Rohren machen? Ist verschlossen. Ich würde ihn ja gerne umbringen. Denn er hat ja auch den Schlüssel für den tollen Dingensbummens. Und wenn wir hier einfach was hinplatzieren, die sind doch immer so doof. Vielleicht hat er ja Bock auf Kippen. Oder Donuts. Mir soll's egal sein. Also, ich packe da jetzt die leckeren Donuts hin. Die sind doch da gut, oder? So an der Stelle? Ich glaube schon. Ja. Hast du Bock, mal aufzustehen? Wir können ihn doch auch einfach so nehmen und in den Strom laufen lassen. Dafür brauchen wir doch gar keinen... Geh einfach hin. Gehst du da bitte mal hin? Warum? Warum geht denn das in letzter Zeit nicht? Ich verstehe das nicht. Ich check's nicht. Warum kann ich... Manche kann ich nicht in den Fahrstuhl laufen lassen und manche kann ich nicht in den Strom laufen lassen. Warum?
Ich kontrolliere eure Gedanken. Ich entscheide, was ihr macht. Richtig blöd. Ich check das nicht. Die ganzen Klos und Spülungen. Und wenn wir ihm Sandwich geben. Aber der wird genauso wie der andere Doc 100 Pro darauf auch nicht reagieren, so wie ich ihn kenne. Wir können hier alles hinlegen, was wir wollen, nehme ich an. Und er hat einfach keinen Bock hinzugehen. Donuts, Sandwiches, was auch immer das Herz begehrt. Wir haben alles hier jetzt liegen. Gönnt euch. Leute, gönnt euch. Schon wieder 30 Minuten um. Oh Mann. So. Nimm dir ein Glaskörbchen. Und wer ist hier so außer in Panik? Irgendjemand ist hier so voll verrückt. Also da kann ich nicht durch. Da kann ich nicht durch. Was ich natürlich mal machen könnte, wäre mal wieder mit einer Dose die Dinger hier aufmachen. Ist auch immer gut. So. Weil offen ist super. Hätte man den auch gar nicht so weit laufen lassen müssen eigentlich. Und damit könnte ich auch jemanden immer noch erschießen. Aber ich weiß nicht wie. Das war nur Leben. Leben ist aber voll. Kohle. Will jemand vielleicht noch Kohle? Bekomme ich irgendwas, indem ich hier irgendwas noch mache? Getränkedose. Was hat der? Oh, hat der eine Zange? Die bräuchte ich von dem. Die bräuchte ich. Haben wir noch Pillen oder irgendwas anderes? Brennbare Flüssigkeit, wie immer, ne? Und wenn wir dieses Glas... Das wollte ich... Oder doch, doch, mach mal. Mach mal, wir lassen ihn runterstürzen. Das sollte doch eigentlich gehen. Und wir können ihn sogar Sachen jetzt benutzen lassen. Das ist auch cool. Wo sind die Fahrstühle? Scheiße! Wo sind die Fahrstühle? Das war dumm. Das war dumm. Den hätte ich direkt dahin lotsen können. Wo waren die denn? Die habe ich doch aufgemacht erst hier. Aber das ist der neue, der alte Bereich. War das nicht links? Die Scheißdinger? Tja. Das ist natürlich ärgerlich. Nicht wahr, meine Freunde, nicht wahr? Ihr seid doch auch ganz traurig. Ich denke immer, ich sehe überall rote Wackelköpfe. Sind hier aber gar nicht. Tabletten wären toll. Und... Ja, das hatte ich ja schon gelesen. Das hatten wir schon gelesen. Und die Glaskorben habe ich keine Ahnung, was ich mit denen machen kann. Tja. Kaffeemaschine wird aber auch keiner mehr rangehen. Also eigentlich bräuchten wir von dem Typen die Zange. Ach, guck mal, hier hätten wir auch was ranschmeißen können, dann wäre eben da drauf gegangen. Es gibt schon Möglichkeiten, so ist nicht. Aber vor allem müssten wir, wenn wir da schnell einen hinschicken, hierhin, und dann eine Dose ranschmeißen, könnte gehen. Und das mit den Fenstern ralle ich auch nicht, weil die klettern deswegen ja nicht da raus. Und so wenig Mana, wie ich habe, weiß ich nicht, ob ich das gerade schaffe. Hier, du Ding. Oh Mann, oh. Wenn jetzt hier einer rumkäme. Können wir das Ding nicht mitnehmen? Schade. Schade. Hätten wir mal den Wagen mitgenommen und das unten... Und wenn wir das jetzt daran machen, das bringt es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kann es ja eh nicht mitnehmen. Boah, jetzt ist das wenigstens die Leitung irgendwie. Da so, was weiß ich.
verändert. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Weil jetzt sind die Rohre ja alle... Sind die Rohre jetzt alle elektrisiert? Gute Frage, oder? Mana! Mana, Mana! Tja. Oh, der panische Typ, genau. Den habe ich die ganze Zeit auch gesucht. Weil der ist ja total am Durchdrehen hier. Mister. Geht's dir gut? Ich glaube nicht. Verschlossen. Okay. Ich mache mal einen Cut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von Lucius 2. Freut mich, dass ihr reinschaut. Da lasst mir gerne einen Kommentar oder Daumen hoch. Freue ich mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.